Wir befinden uns weiter natürlich in der Krise, deswegen präsentiere ich Ihnen jetzt auch die aktuellen Zahlen, was den Arbeitsmarkt betrifft. Im Vergleich zur Vorwoche hat sich die Zahl der Arbeitslosen nicht stark verändert. Wir sind auf dem ähnlichen Niveau. Wir haben sogar einen leichten Rückgang bei gleichzeitig leichtem Anstieg der Personen in Schulung, also insgesamt eine Seitwärtsbewegung. Das ist schon gegeben, dass wir in einer schwierigen epidemiologischen Lage sind, aus meiner Sicht ein gewisser Erfolg. Die Kurzarbeitszahlen sind gestiegen. Wir haben 460.000 Personen vorangemeldet zur Kurzarbeit im Moment. Das ist aber auch das, muss man sagen, immer noch ein Niveau, das weit unter dem Niveau ist vom April und Mai des letzten Jahres. Wir befinden uns ungefähr auf dem Niveau vom August, wo wir ja wissen, dass die wirtschaftliche Lage schon um einiges besser war als im ersten Lockdown im Frühjahr. Die Kurzarbeit ist weiterhin das wichtigste Instrument, um die Krise am Arbeitsmarkt abzufedern. Im letzten Jahr wurden 5,8 Milliarden ausgegeben für Kurzarbeitsbeihilfen und es sind auch jetzt schon wieder mehr als 4,5 Milliarden vorgesehen. Wir konnten auch das Budget aufstocken von 5 Milliarden auf 7 Milliarden. Das ist der Budgetrahmen für die Kurzarbeit. Wir hoffen, dass das nicht ausgeschöpft werden muss, aber es steht bereit für die nächste Zeit, falls es notwendig ist. Der Schwerpunkt der Kurzarbeit hat sich verschoben, waren im letzten Jahr noch vor allem der Bereich Warenherstellung, wo der relativ größte Anteil an Kurzarbeitsverhältnissen existiert hat, sind wir jetzt vor allem durch im Nicht-Lebensmittelhandel und im Bereich Tourismus mit 125.000 Personen im Handel und 110.000 Personen im Tourismus in der Kurzarbeit aktiv. Die Kurzarbeit hat bisher 1 Million Beschäftigte in den Jobs gehalten und langfristig in den Jobs gehalten. 94,5% der Kurzarbeitenden, die im April in Kurzarbeit waren, waren auch im Oktober noch in Beschäftigung. Wir haben also ein Instrument, das funktioniert, das sehr teuer ist, aber das die akute Krise abfedert. Ich darf nochmal auch im Sinne des Arbeitsmarkts den Appell aussprechen, sich an alle Schutzmaßnahmen zu halten. Wir müssen die Infektionszahlen weiter herunterbringen, um eben Öffnungsschritte, die so wichtig werden für den Arbeitsmarkt, möglichst rasch in der Wirtschaft umsetzen zu können. Bis es soweit ist, nutzen wir die Zeit für Qualifizierung. Wir haben Qualifizierung als den Schlüssel für einen raschen und guten Aufschwung nach der Krise identifiziert. Es gibt die Möglichkeit, während der Kurzarbeit zu qualifizieren. 60% der Kosten können den Unternehmen da ersetzt werden. Das soll noch stärker genutzt werden, als das bisher schon genutzt wird. Wir haben gleichzeitig die Joboffensive auf den Weg gebracht. Wir haben 21.000 Personen, die hier umgeschult, qualifiziert werden, um eben für den Arbeitsmarkt der Zukunft zur Verfügung zu stehen, mit Fokus auf Digitalisierung, mit Fokus auf Pflege, mit Fokus auf Klima und Umwelt. 5.000 von diesen 21.000 Personen bekommen auch zusätzlich einen Bildungsbonus, wenn sie länger als 4 Monate in Ausbildung sind, von 180 Euro pro Monat, um eben die Lebenshaltungskosten auch besser abdecken zu können. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich beim AMS und bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken. In einer sehr herausfordernden Zeit dort ist es ihnen gelungen, diese Maßnahmen umzusetzen, die Kurzarbeitsabrechnungen zu machen und gleichzeitig eben diese Joboffensive auf den Weg zu bringen, die uns für die Zeit nach der Krise stärkt. Abschließend ist es wichtig zu betonen, dass trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage ganz sicher ein Aufschwung kommen wird. Und ob der jetzt einige Wochen früher oder später kommt, ist nicht schon wichtig für uns. Aber entscheidend ist, was wir aus diesem Aufschwung machen, wie wir aus der Krise herauskommen.